MAT, ich bin guter Dinge und ich möchte euch heute schon das dritte Trading Card Video zeigen, obwohl ich gerade erst das zweite hochgeladen habe. Aber ich habe eine Sache, da freue ich mich total drauf. Olli wird von mir zwei Rückseiten bekommen und da passen immer sechs Karten drauf. Guck mal, hier am Schreibtisch habe ich da so Kabel und Zettel hängen. Das ist fertig gemalt, das ist ein aktuelles Bild. Das kriegt noch ein sehr netter Typ, der hat ein bisschen was für mich gemacht. Als Überraschung mit BMX und so. DM, Alter, DM. Ja, ich zeige euch jetzt meinen Fikus, meinen Glücksbambus und meinen Bonsai. Und dann lege ich los mit den Karten. Drittes Video, cool. Das Licht hier ein bisschen schlecht. Das ist mein Bonsai. Ihm geht's gut. Das ist mein Glücksbambus, den habe ich geschenkt bekommen. Damals zur Eröffnung von der Paloma auf der Ewaldstraße. Die Ewaldstraße besteht noch, sie heißt nur nicht mehr Paloma. Paloma habe ich jetzt. Aber leider nicht mehr die Ewaldstraße. Und der ist eingegangen und dann hatte ich den in so ein Glas aufbewahrt und jetzt habe ich halt zwei Glücksbambusse. Ist übrigens nicht wirklich ein Bambus, sondern Glücksbambus ist Spargel und seit einem Jahr besitze ich auch einen Fikus und ich mag das halt mit Blätter. Deswegen habe ich, wie sagt man, ja, meinen Kaktus abgegeben. Aber jetzt gehen wir zurück zu den Karten. Aber Paloma-Shirts, die kann man sich bei mir bestellen. Ein paar Freunde tragen schon welche. Es gibt nur keinen festen Paloma-Wohnsitz. Paloma tragen wir jetzt auf uns, in uns, mit uns, zusammen mit Arti und jetzt. Ich will das ein bisschen verbinden. Benutze ich auch einige Twin-Marker. Hier seht ihr noch die alten Pro-Marker. Die habe ich auch noch, aber die sind halt teurer als die Dinger von Action. Deswegen benutze ich die von Action und die sind echt genauso gut. Besonders die Aquarellmarker und die Kalligrafiestifte. Das ist die zweite Rückseite, die ist noch nicht fertig. Ich zeige euch das aber anhand von den Karten. Ich nehme jetzt einfach ein paar raus. Das ist die Rückseite quasi für mehrere Karten. Das heißt, wenn man jetzt die Karten nimmt, ne, die Rückseite druckt, ungefähr 8 Stück passen immer. Und da seht ihr schon die erste, die ist jetzt fertig. Ich meine nicht die Yo-Karte, sondern die mit dem Affen, die ist aus der pinken Serie. Die seht ihr im vorherigen Video halt. Auch die Yo-Karte aus dem vorherigen Video ist fertig. Das sind mehrere Karten. So, bei mir ist ein bisschen schmuddelig. Ich muss nochmal staubsaugen. Aber ist ja kein Stress. Und pro Rückseite passen dann ungefähr 4 Karten. Warum Basketball jetzt meiner Meinung nach so ein großes Thema war, weil Olli ist eigentlich im Moment, who is Olli? Basketball-Blogger. Die haften irgendwie aneinander hier. Die Laufkarte und diese. Mit Spucke will ich da nicht dran. Das ist mit dem Mund auseinanderziehen, aber das halte ich für keine gute Idee. Weil es zwar Acryl und Marker ist, aber dann gehen die kaputt und das wäre schade. Die sollen ja vielleicht ein Zuhause finden bei euch. Und auf diesen Hintergrund, wartet, ich nehme noch einmal die anderen Karten weg. Könnt ihr das nochmal sehen? Das ist ungefähr eine etwas mehr als A4-Seite. Die scanne ich dann für den lieben Olli, Creator. Olli Creator. Und ja. Die Seite ist die erste Seite. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Da kommen ganz viele Karten hin. Ne? 8 passen ungefähr. Und dann wird es gecuttet. Und dann kann man mit den Rückseiten nämlich Folgendes anstellen. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ich freue mich nämlich total drauf, was Olli damit anstellt. Und die habe ich jetzt erstmal so gemacht. Und deswegen wollte ich auch unbedingt eine zweite machen. Das ist schon sehr gutes Papier, aber es nimmt die Farben halt anders auf. Aber das wären dann sehr geile Stücke. So, guck mal, wenn der Olli jetzt 8 Karten macht
Und die kommen da drauf, ist das doch total cool, so mit Smiley, mit dies, Alter, dann hast du so coole Rückseiten. Ne? Und das ist quasi dann dieser Effekt. Ich drehe jetzt wieder ein paar um. Also ich mache einfach weg. Und Olli ist halt Basketballblogger sehr viel. Der hat auch viele Nerd-Sachen gemacht in den letzten Jahren, aber der Olli hat anders krass sehr viel kreative Dinge getan. Und das erzählt euch am besten Olli selber. Aber es gibt auch ein Video mit Who is Olli aus 2019. Olli im Porträt oder so bei mir auf dem Kanal. Ist ein cooles Video, weil wir hatten ja auch ein paar Jahre zusammen Musik gemacht, sind über 6 Jahre zusammen zur Schule gegangen und haben viel gemeinsam erleben dürfen. Wir waren auch unglaublich viel. Also ich bin nie ein Fußballtyp gewesen, aber mit Olli war ich bestimmt bei 40 oder mehr Basketball spielen, weil wir sind 3 Jahre regelmäßig zum Basketball gegangen gemeinsam. Und da hat mich Olli tatsächlich mitgenommen. Jetzt ist Olli weg, lebt in Berlin. Ich gehe nicht mehr so häufig zum Basketball. Aber das wird richtig geil, weil das wird der Effekt von mehreren Karten. Und ich glaube, das ist voll das Ding so. Zumindest für mich. So, ich werde mich mega freuen. Falsche Karte. Richtige Karte. Richtige Karte. Ja, guck mal, hier habe ich nämlich was gemacht. Die habe ich heute geschnitten. Und da ist die Zeche Schlegel und Eisen. Und hier ist nochmal die Yo-Karte. Gehört die hier hin? Ja. Die habe ich heute beendet, die 3 Karten. Ich nehme mal einmal runter. So ein You Got Game, beziehungsweise das ist auch ein Film. You Got Game, sehr cool. Müsst ihr euch mal angucken. Jurassic 5 hat, nicht Public Enemy, sondern Jurassic 5 hat dazu viel beim Soundtrack gemacht oder komplett. Sehr geiler Soundtrack auch. Das ist mein Schmierblatt, weil die Stifte gehen durch und dann wäre jede zweite Seite quasi hin. Zeige ich euch die aktuellen Karten. Ich muss mal gucken, wie das ist mit Live gehen. Ich denke, für Twitch ist das noch nichts. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das schon eine Sache ist, die man auf jeden Fall auch so, schon mal so wie Lazy das gemacht hat, auf jeden Fall mal zumindest, ja, auf YouTube ausprobieren könnte. Ich war ein paar Mal live auf Facebook und habe live gemalt. So konnte man dann halt zugucken. Dann habe ich mich alle paar Mal umgedreht und geguckt, ob jemand was geschrieben hat und Grüße bestellt und so. Das wäre jetzt die Rückseite. Okay. Ja, das macht mich immer ein bisschen Banane im Moment. Weil, guck mal, ihr habt das jetzt rückwärts. 18, 17, 16. Aber wie gesagt, der Affe ist fertig. Im anderen Video ist er noch nicht fertig. Habe ich heute gemacht. Bei der Figur denke ich, dass ich noch ein bisschen mehr machen möchte. Vielleicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Und ich habe das Yo und ich habe blaue Linien genommen. Beim Vorzeichnen. Das ist cool so. Finde ich jetzt. Also dieses mit dem Yo will ich behalten. Die Affen gebe ich nie wieder ab. Und das ist so eine Mischung aus jemand, der sprüht und mir selber. Und der hat halt eine Mütze an. Lege ich das beiseite. Hier bin ich auch über die Linie gegangen, seht ihr, mit der Mütze. Habe aber die Linie, die bestand, aber die Outlines habe ich extra da dann beendet. Ich finde es geil. Gut, muss jetzt natürlich jeder selber entscheiden, was er geil findet oder nicht. Ja, dann wartet mal. Ich lasse euch kurz einmal hier so drauf gucken und blätter nochmal um und gucke, was da noch für Karten sind. Ob ich die noch überarbeiten möchte. Ah, komm, das wird, guck mal, das als Hintergrund für Karten, Alter, ist das richtig geil. Das ist jetzt halt nicht fertig, ne? Aber ich finde, das wird ein mega Hintergrund. Links zu Olli und zu Lazy werde ich jetzt immer posten. Wenn ich jetzt noch mehr Leute habe, die genau das machen, mache ich das auch. Ja, dann habe ich mir was besorgt, zeige ich euch gleich. Was mich geärgert hat,
Das wären, die habe ich jetzt halt nicht weit. Nee, da habe ich nichts gemacht. Das habt ihr aber auch schon gesehen und ich habe da jetzt halt nicht dran weitergearbeitet. Ich weiß nicht, ob das klug oder blöd ist, aber ich habe das ja nicht hingelegt. Deswegen lege ich jetzt einmal die hin, weil ich das gestern halt nicht hingelegt hatte. Das ist aus der pinken Serie. Das finde ich auch geil. Guck mal, du hast halt drei Karten, ne? Und die Rückseite ist voll der Flex, so. Kannst mir sagen, was du willst, aber für eine Sammelkarte finde ich, ist das Flex. Ne, dann hast du hier ein bisschen weniger Flex vielleicht, was die andere Seite angeht, aber ist immer noch cool. Dafür hast du hier ein nices Piece so mit Schnurrbart, alles Einzelstücke im Moment noch. Dann hast du das, dann hast du das. Und ich finde, als Künstler Sammelkarten sind die Dinger echt cool. Ich habe heute gesehen, Lazy ist ein Stück weitergegangen, aber der hat schon mal Postkarten gemacht. Da habe ich auch die Überlegung, ein paar meiner Werke vielleicht als Postkarte drucken zu lassen. Muss man halt gucken, wie teuer das ist. Wichtig ist vielleicht nicht unbedingt der Recoup, aber man sollte, ich bin ganz ehrlich, für jeden zukünftigen Künstler, denkt wirklich drüber nach, was ihr mit eurem Geld macht, weil das kommt ja nicht immer zurück. Ne? Und mit den Worten von Roos, der Recoup ist wichtig, weil du kannst nicht nur Geld reinstecken und kannst zurückbekommen, dann bist du ja irgendwann pleite und kannst nicht mehr weitermachen. Und das ist dann der Punkt, wo es mies ist, weil der Recoup nicht stattgefunden hat. Also du musst schon, wenn du ohne Recoup arbeitest, musst du schon wissen, was du machst, weil sonst gehst du halt komplett pleite. Und das wäre ja dann auch schade, ne? Das ist meine Meinung. Und das ist so ein Medium, finde ich. Das ist jetzt nicht so teuer. Damit kann man arbeiten. Ala Crew, Grüße gehen raus. Ne? Und das sehe ich als einen Riesenspaß an, den man irgendwie auf jeden Fall nachgehen kann. Und wenn der Recoup jetzt nicht so hoch ist, ich meine, Aufkleber drucken kostet auch ein Hunderter, so, weißt du, kann man mal machen, muss man jetzt aber nicht Aufkleber drucken, finde ich. Man kann ja auch Papier nehmen, Aufkleberpapier und das dann halt bedrucken. Da ist der Recoup nicht so wichtig, weil du, also ich bin ganz ehrlich, ich habe über 500 Aufkleber mit der Hand beschriftet, nur die jetzt gerade nicht hier, weil ich die draußen aufgeklebt habe. Die haben zum Beispiel auch diesen Hintergrund. Ich meine, der müsste irgendwie zusammenpassen. Aber vielleicht habe ich das extra ohne zusammenpassen gemacht. Jetzt bin ich schon Banane, Alter. Ich habe gerade mal 20 Stück gemacht. Aber ich habe nebenbei auch ganz viele andere Sachen gemacht. Und warte mal. Ah nee, weil die dritte davon ist nicht fertig. Nee, da habe ich das einfach nur so gemacht. Und später, als ich die auseinandergezogen habe, den Hintergrund gemacht. Deswegen haben die Nummer 5. Und hier steht auch die Nummer irgendwo. Die gehören, glaube ich, gar nicht als Puzzle zusammen. So schnell geht es, dass man keinen Plan hat, was man macht. Ja. Nochmal zurück zu Creator. Ollie the Creator. Kennt ihr Tyler the Creator? Ich habe den tatsächlich als Aufkleber auf dem Laptop. Sehr hart, Alter. Muss ich sagen. Also, mieser Shit. Dieser Tyler. Jetzt muss ich die noch einmal so schieben. Ich freue mich halt, weil ich auf eine Weise was Neues habe, wo ich mich ganz anders austoben kann. Und das ist sehr spannend. Neben meinem Alltag und den anderen Sachen. Guck mal, jetzt machen wir noch mal so, damit ihr es seht. Ach so, das hatten wir ja zwar gerade, aber ist egal. Willkommen bei QVC, Alter. Ruf an. Du kannst 5 Euro gegen 5 Euro tauschen. Und nächste Woche sind die schon 7. Aber die 5 Euro, die du zu Hause hast, die sind nur 5. Genau. Und vergiss nicht, Jo zu sagen. Oder Mate zu supporten. Und unser Vorfahr war der Affe. So machen wir das noch ganz schnell.
Ja, und das finde ich jetzt wichtig, weil jetzt komme ich zu dem Punkt. Ich zeige euch, was da schiefgelaufen ist. Ich mache gleich einmal die Kamera aus. Zack. Habe ich hier jetzt noch was verändert? Nee. Und hier ist ja die Ecke schiefgelaufen. Und ich zeige euch jetzt warum. Ich habe mir dieses coole Gerät hier gekauft, mit dem ich irgendwie nicht vernünftig umgehen kann. Und beim Verschieben habe ich auch auf jeden Fall eine Karte kaputt gemacht. Das eine ist zum Klemmen, das andere ist ein Messer. Eigentlich eine coole Sache, aber ich habe irgendwie was damit verkackt. Dann habe ich früher immer die Rückseiten von meinen Skizzenbüchern genommen. Dann nehme ich immer die A3, die doppelt so großen. Und irgendwo habe ich auch das Gummiteil rumliegen gehabt. Aber ich weiß nicht, wo es ist, weil ich so Kisten mit Material habe. Ich habe auch zwei Messer. Einmal dieses. Macht das gut. Ein Traum für jeden Ritzer, aber macht das nicht. Ich habe mich im Leben auch noch nie geritzt. Also mein Highlight war irgendwann mal wogegen zu hauen, weil ich wütend war, dass ich nicht so akzeptiert wurde, wie ich es mir gewünscht hätte. Hier sind noch Ersatzklingen. Und die sind furchtbar scharf. Oh, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Die kommen dann halt hier rein. Ich habe auch irgendwo einen Koffer. Das sind ganz, ganz viele Messer, aber die schneiden alle verschieden. Ich mag lieber das und dann habe ich noch irgendwo so ein graues rumliegen. Das suche ich jetzt nicht. Ich zeige euch aber, was mir passiert ist. Und zwar ist mir Folgendes passiert. Ich lege jetzt das einmal beiseite. Sowas geht auch, aber das ist im Moment nicht teuer bei Action. Früher hat sowas 20, 30 Euro gekostet, aber die Zeiten sind vorbei. Und irgendwie hatte ich die Karten, so wie sie sollen, angelegt. So, wo kommt die jetzt hin? Hier. Und ich habe es mit einem Lineal gemacht. Ich habe mir auch neue Lineale gekauft, ganz viele. Und irgendwie im Cut bin ich so lang gegangen und hier weggerutscht. Was natürlich voll ärgerlich ist, ne? Und was mir am meisten Angst macht, ist, dass meine Karten ein paar Millimeter zu groß sind für die Sammelalben. Deswegen muss ich, glaube ich, morgen spätestens mal so ein Trading Card Album besorgen. Das hat mich sehr geärgert, aber hier so ein T Gummi, wenn ihr jetzt sowas machen möchtet, oder Schablonen, ist das schon eine coole Sache. Also ich habe meine Schablonen halt immer, obwohl ich so ein Teil hab irgendwo und nicht weiß, wo es ist, habe ich meine Schablonen, wenn ich denn welche gemacht habe für Graffiti-Stencils, immer auf irgendeiner Pappe oder Pizzakarton geschnitten, weil ich keinen Bock hatte, meinen Krams zu suchen. Und jetzt habe ich mir halt so eine Kiste gemacht, speziell dafür, und will das jetzt ein bisschen machen. Jetzt gerade, weil es neu ist, auch wenn Malen für mich jetzt nichts übertrieben Neues ist, ich mache das halt über, ja, sagen wir mal, seitdem ich ein Kind bin, irgendwas malen. Finde ich das aber eine spannende Sache, zu meinen Ateliermalereien und zu dem Film an sich. Und jetzt ist auch noch Winter und dies, das, jenes. Andere Leute haben auch, vernachlässigen auch andere Sachen, um irgendwas zu tun, was vielleicht total unsinnig ist. Bei dem Ding dachte ich, ich mache was so fünf Elementsmäßig, weil Hip-Hop besteht aus fünf Elementen und das fünfte ist Wissen bzw. Knowledge. Deswegen ist das Mikro in dem Adidas Superstar, die Dose für das Graffiti und für die Musik. Es fehlt der Turntable eigentlich. Aber für die Musik und den Turntable und für den DJ steht halt die Box und das Mic. You know, this shit. Und der hat halt eine Maske, aber das ärgert mich. Ja, und da steht halt NRW so. Ich fand das ein bi bisschen witzig. Ich muss auch ein bisschen mehr gelbere Sachen machen, weil NRW ist ja sehr zwiegespalten zwischen Blau-Weiß und Gelb-Schwarz. Ich persönlich habe das Problem jetzt nicht, ne? Aber ja. Und Bochum ist übrigens auch blau-weiß. Außer Rot-Weiß Essen. Die haben mit Gelb und Schwarz nichts zu tun. Jo. Okay. Machen wir, ne? Die Kiste, die dafür extra vorbereitet war, genommen, um die Sachen wieder reinzutun. Das ist das andere Messer. Und ich glaube, hier sind. Auch. Ich bin mir nicht sicher. Wartet mal. Lassen wir uns überraschen. Ich meine nämlich.
Ich zeige euch was oder auch nicht. Gott, geht das lange auf. Liegt es an meinem Daumen. Aber ich glaube, achtet, vielleicht habe ich recht oder nicht. Da sind nämlich die Ersatzklingen. Die sind viel kleiner. Also sind genauso scharf. Aber die waren im Stift. Und die hier sind auch sehr scharf. Aber die waren halt in einem Behälter. Den habe ich noch bei Askania gekauft in Recklinghausen. Für fast einen Zehner. Ist aber ein super Messer. Und das hier hat auch ungefähr einen Zehner gekostet. Aber ich glaube, das war bei Lidl. Und hier kann man das hier hinten nicht abmachen. Dafür hat man für die Messer eine Dose. Na gut. Also mein drittes Video zu den Trading Cards. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Da ist so Anakin Skywalker und sein Lehrer Yoda. Ein Bild von Eduard Merz. Eine David-Büste. Und Tony Montana. The World is Yours. Die Welt gehört dir auch schon in dem Schwarz-Weiß-Film. Scarface, ich bin ein Riesenfan. Ich habe auch das Buch und den Schwarz-Weiß-Film und sowas. Ich habe sogar das PlayStation-Spiel. Ziemlich geil, Alter. Das GTA mit halt allen Spielorten aus Scarface.